Und wir sind live. Liebe Freundinnen und Freunde der Uhrenunterhaltung, herzlich willkommen zur Altair Sprechstunde. Ich bin Severin. Wie ihr sehen könnt, bisschen anderes Setup heute. Ich bin nämlich im Wohnzimmer und nicht in meinem Zimmer drüben, denn ich habe sturmfrei in der WG. Grüße an meinen Mitbewohner und besten Kumpel Ole. Danke, dass du mir den Platz unfreiwilligerweise gelassen hast. Er ist nämlich Opfer des Lufthansa-Streiks geworden und ich hoffe, euch allen geht's gut. Schön, euch alle hier zu sehen. Die Chatbox ist schon wieder voll und ja, 43 Leute, 32 Sekunden nach Start auf einen Mittwoch. Ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell wir so viele hier gemeinsam zusammenbekommen. Aber zuallererst, wie ist das Bild, wie ist der Ton und wenn alles passt, dann können wir loslegen und ich check schon mal, was ihr hier schon alles fleißig geschrieben habt. Während ihr mir mal bitte Feedback gibt, bezüglich der Qualität der ganzen Geschichte hier, starte ich das Ganze schon mal mit meinem Wristcheck an meinem Arm, nämlich heute eine alte Bekannte, eine alte Liebe, könnte man sagen, und zwar meine Sinn EZM3F, aber wie ihr sehen könnt, wieder zurück am Stahlband. Und ich hatte sie jetzt ganz lange an so einem Segelnylon, Synthetikband und finde aber den richtigen Sinncharakter, den gibt es halt eben doch nur an diesem wunderschönen matten Stahlband. So, Lünette noch ausrichten hier und jetzt ist die Sache rund. Schön, dass ihr alle da seid, Leute. Ich sehe gerade, alles ist gut, schreibt der Wolper. Schön, dass du da bist, Wolper. Dein Wristcheck hat es in die Sprechstunde geschafft. Und dann wollen wir mal gucken, wer sich alles heute hier zu uns gesellt. Checken wir mal. Die Susanne, einen schönen guten Abend. Ich grüße dich, Susanne, schön, dass du da bist. Der Dirk ist da, wünscht uns einen schönen guten Abend. Ach ja, und schreibt unbedingt in die Chatbox, was ihr heute am Abend tragt, womit ihr hier diesen Wochenzenit begeht. Der Volker aus Lübecke ist wieder am Start. Schön, dich zu sehen, Volker. Und zählt auch ein alter Führerschein. Die Frage bezieht sich auf den Eröffnungspost von GB. Hallo Community, Lust auf ein Vorabthema. Oldtimer-Uhren und Autos gesellen sich ja immer gerne als Hobby. Habt ihr einen? Finde ich übrigens super. Ich finde das generell eine richtig tolle Sache. Wer schon früher in der Chatbox ist, hier herrscht schon immer, bevor ich am Start bin, so ein bisschen reger Betrieb. Ich kann das Ganze ja quasi schon hinter der Kamera aus dem Off sehen, dass die Chatbox schon läuft. Und ihr quatscht immer, tauscht euch aus und das finde ich super. Und warum nicht mal über Autos? Autos und Uhren gehört zusammen. Ich persönlich bin absolut kein Auto-Guy. Ich habe echt relativ wenig Ahnung. Aber wenn du mich jetzt so fragst, Oldtimer, da nehme ich die 190er E-Klasse meiner Großeltern von 1991. Dürfte doch inzwischen ein Oldtimer sein, wahrscheinlich ein ziemlich geiler Schlitten. So, der Peter ist am Start. Grüße aus dem Siegerland. Heute mit meiner neuen Psycho 5 Sports am Samstag in Köln bei Altair gekauft. Ich habe es in der Facebook-Community-Gruppe gesehen. Falls ihr noch nicht Mitglied seid, unbedingt unten in der Videobeschreibung den Link checken. Herzlichen Glückwunsch, Peter, zum NWA New Watch Alert. Ich hoffe, du hast Spaß mit deiner Uhr und vielen lieben Dank für dein Vertrauen. So. Der Frank grüßt uns, wünscht uns einen guten Abend. Schön, dich hier zu haben, Frank. Der Steffen grüßt uns auch. Schön, dass du da bist. Steaks and Fries, legendärer Name, mit einem NWA ebenfalls, Tissot PRX in Blau, natürlich von Altair, danke für dein Vertrauen, super geile Uhr, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Der Wolper ist da, eben schon kurz gesehen, der Rainer ist da, er grüßt uns wie immer aus Speyer, schön dich hier zu haben, Rainer, wie immer eine Freunde. Watch Domi Cologne, guten Abend, heute die Tudor Royal Daydate am Start, am Arm, sehr gut, verdammt gute Uhr, gefällt mir. Guten Abend, heute zur Ehre der deutschen Uhren. Vintage Junghans Handaufzug mit dezentraler Sekunde aus den 50er, 60er Jahren. Echt Vintage, hervorragend. Und wir sind an dieser Stelle 109 Zuschauerinnen und Zuschauer, Leute. Das ist einfach nur genial. Lass es uns weiter vorantreiben. Der Peter ist am Start. Er grüßt uns aus Göttingen. Schön, dich hier zu haben, Peter. Auch ein sehr, sehr treuer Zuschauer. Heute mit der Cetina Action Diver Titanium in der alten Version. Super geile Uhr. So, endlich mal Feinuhrmacherei. Wird hier angeteasert, genau darum geht es heute. Guten Abend, Tudor Black Bay 58 und ein Duckstein auf Helgoland, das ist schön. Dann wünsche ich dir einen guten Durst und eine geile Uhr hast du auch am Start. Der Jean-Luc ist da, schön dich hier zu haben, Jean-Luc. Guten Abend mit der JLC Master Ultra Thin Moon am Arm, einer meiner absoluten Lieblingsmodelle von GG LeCoultre. Der Marksman 108 trägt sein Van Dark Tiefsee, macht einfach nur Spaß, das Teil. Habe ich heute tatsächlich, glaube ich, ein Video gesehen, was vor ein paar Tagen auf dem YouTube-Channel vom Flomp online gekommen ist. Die Marke war mir sogar kein Begriff, aber ist ein ziemlich cooles Ding. Gefällt mir und schön, dass auch die Microbrands hier repräsentiert werden. Wow, ihr schreibt so viel, ich kann auf keinen Fall durch alle Kommentare gehen, Leute. Das tut mir jetzt schon leid.
Den Watch Tommy sehen wir hier, der sticht mir ins Auge mit der Omega Speedmaster Chronoscope in Blau am Start. Verdammt geile Uhr. Und wer Bock auf ein paar richtige Schnappschüsse hat, der guckt bei Watch Tommy auf der Instagram-Seite vorbei. Der Jules ist am Start, der Stefan ist da, der Eric ist am Start, der Patrick ist da. Boah, mega, 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 mega. Der Matthias ist da. Auf geht's, Ton und Bild, Spitze. Hervorragend. Frank sagt, es läuft. Dirk gibt den Daumen nach oben. Zack, 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 zack. Bild und Ton ist super. So, was haben wir hier? Hallo, liebe Grüße aus Achim mit der deutschen Marks & Sons 1000 Meter von Micha. Gutes Ding, alter Super Ocean. Und die Nido Alter Edition für den Volker, auch NWA. Mensch, so viele neue Uhren hier. Hervorragend. Richtig, 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 richtig geil. Also, ich muss wirklich sagen, Leute, so viele Leute in der Chatbox, 122 Leute live am Start. Ich hoffe, ihr habt alle Bock. Ich habe auf jeden Fall Lust. Und für alle die, die heute vielleicht das erste Mal zuschauen, worum dreht sich das Ganze? Wie schon eben gesagt, mein Name ist Severin, ich arbeite für den Juwelier Altherr und ich schicke euch einmal alle 14 Tage den Sekundenstopp in euer Postfach. Nicht direkt den Sekundenstopp, sondern eine E-Mail, dass ich den Sekundenstopp auf unserer Website veröffentlicht habe. Was ist der Sekundenstopp? Es ist ein komplettes Roundup über die wichtigsten Neuigkeiten der Uhrenindustrie, sodass auch ihr garantiert nichts mehr verpasst. Wenn ihr also Bock habt, am Zahn der Zeit zu bleiben und immer auf dem aktuellen Stand zu sein, was Neuigkeiten aus der Uhrenindustrie anbelangt, empfehle ich euch ebenfalls wärmstens, den Link unten in der Videobeschreibung anzuklicken und euch einzutragen, und dann benachrichtige ich euch alle 14 Tage, dass die neue Version des Sekundenstopps online ist. Und auf dem darauffolgenden Mittwoch, die kommt, also der Sekundenstopp kommt Montag, und der Mittwoch zwei Tage später, da treffen wir uns hier abends und quatschen gemeinsam über die neuen Vorkommnisse und Geschehnisse, und das ist immer eine verdammt geile Runde und ich freue mich immer über den Austausch. Auch ihr seid natürlich angehalten, ne? Macht unbedingt mit, seid interaktiv am Start. Und was ebenfalls eine coole Sache ist, die wir hier gerne zusammen machen, ist der Altherr Community Wristshot. Unter dem Hashtag Altherr Weekend Wristshot könnt nämlich ihr als Zuschauerinnen und Zuschauer eure Uhren hier der Community zeigen. Dazu einfach den unten stehenden Hashtag verwenden auf Instagram oder mir an severin.gieswein@altherr.de eine E-Mail schreiben. Mich haben so viele coole Fotos erreicht und ich möchte gerne mit den Bildern aus der Community beginnen, die mich per E-Mail erreicht haben. Die zweite Runde ist dann immer die Fotos aus Instagram und von Facebook. Wie ihr mitmachen könnt, wenn auch ihr Bock habt, eure Uhren zu zeigen, findet ihr hier unten. Wir starten mit Andreas und passenderweise dem entzückenden Rücken einer Glashütte Original. Perfekt. Und hier gibt es direkt das Antlitz der Uhr hinterher. Wenn das Ganze laden möchte, da haben wir sie. Wunderschönes Stück, gefällt mir. Und Glashütte Original in unserer Community auf jeden Fall ein bisschen unterrepräsentiert. Weiter geht es mit einem sehr schönen Fokus-Shot, finde ich, von einer Tudor Black Bay 58 und einem Spuckbeutel während einer fairen Übersetzung in rauen Gewässern augenscheinlich. Ich hoffe, er musste nicht benutzt werden. Wir haben eine Omega Moonswatch Neptune von Werner, auch eine verdammt coole Uhr, wie ich finde, gefällt mir, und die Moonswatch bei uns in der Community ja auch durchaus gut angekommen. Der Thorsten macht weiter mit einer Laco Bell X1 in der Limited Edition und grüßt uns aus dem Phantasialand, ist direkt bei mir in der Nähe in Brühl. Und der Volper, wie versprochen, eben ist er in der Checkbox gewesen, jetzt ist er hier auf eurem Screen mit der IWC Ingenieur, und was für ein verdammt geiles Teil. Und sitzt auf jeden Fall super perfekt proportioniert an deinem Handgelenk. Leute, steigen wir ein in die Stories dieser Woche. Hier für alle, die es nicht wissen, das ist der Sekundenstopp. Und ihr könnt den auf www.altherr.de in der Rubrik Magazin dann im kompletten Sekundenstopp-Archiv könnt ihr das finden. Jede Ausgabe ist dort hinterlegt. Und ich würde sagen, wir starten gemeinsam mit der Uhr, die ihr hier seht. Und zwar ist das die Glashütte Original 70s Chronograph, und was für ein wunderschönes Ding. Ich blende euch hier ein paar Bilder ein. Währenddessen schreibt ihr gerne in die Chatbox, was ihr denkt, und ich verrate euch einfach mal ein bisschen was zu Uhr und dann sprechen wir gemeinsam und diskutieren ein bisschen. Also, diese Uhr, die Glashütte Original 70s Chronograph Panorama Date, ist in zwei Farbvarianten verfügbar. Was ihr hier sehen könnt, ist Disco Blue, die andere Farbe ist Vibing Orange. Beide Farben, absolute Hingucker. Es sieht wirklich absolut gut aus. Man möge vielleicht sagen, hier dieses sogenannte
Disco Blue. Erinnert vielleicht so ein klein bisschen an das Türkis, was dieser Tage ja ziemlich im Trend ist. Aber selbst wenn, ich finde es super und ich finde es klasse, dass Glashütte Original dieses aufgreift. Die ganze Serie der 70s Chronographen ist tatsächlich eine, die ein bisschen untergeht in meinen Augen. Denn Glashütte Original ist eher eigentlich für Uhren bekannt, die auf der eleganteren Seite sind. Ihr habt es eben ja auch in den Community Wristshots gesehen. Diese Uhr allerdings hier, ja, der 70s Chronograph, der verbindet gleich zwei Dinge miteinander. Eigentlich drei, wenn man ehrlich sein möchte. Die beliebteste Komplikation, die es überhaupt gibt in Armbanduhren, das ist die Chronographenfunktion. Im Gewand einer waschechten Sportuhr, integriertes Armband am Gehäuse, Edelstahl. Und das Ganze dann aber mit ordentlich Historie und Vintage-Charme, weil es, wie der Name verrät, eine, ja, im Prinzip Reiteration von Uhren aus den 70er Jahren ist. Das Ganze in einem gelungenen Komplettpaket zusammenzubekommen, das finde ich, ist keine Selbstverständlichkeit. Und die Art und Weise, wie Glashütte Original das macht, zeugt einfach nur von Hingabe und Spaß an der Sache. Und in meinen Augen ist das ein absoluter Hit. Generell sieht man diese Uhren relativ selten. Diese hier dürften wir sogar noch seltener sehen, denn es handelt sich, das sage ich gleich vorweg, um eine limitierte Edition. Diese limitierte Edition ist pro Farbe auf 100 Stück begrenzt und ja, deswegen muss man sich ranhalten, wenn man eine solch schöne Uhr bekommen möchte. Was macht diese Uhren jetzt allerdings so besonders? Ich würde sagen, wir starten, also wie ihr das schon sehen könnt, diese Uhr ist ein bisschen unkonventionell. Sie ist nämlich quadratisch. Ja, wir haben ja bei vielen Sportuhren mit diesem integrierten Look sind wir ja durchaus eckig und kantig unterwegs. Das ist hier gar nicht so der Fall. Natürlich ist das Quadrat primär durch vier Ecken gekennzeichnet, aber hier hat Glashütte Original sich dazu entschieden, dem Ganzen quasi einen kissenförmigen Look zu geben. Diese ganze Uhr, finde ich, wirkt schon beim Angucken unglaublich ergonomisch. Alles fließt. Wir haben eine wunderschöne Mischung und ein tolles Verhältnis aus horizontaler Bürstung, aus Politur, wie zum Beispiel auf der Lünette. Also das ist wirklich fantastisch. Die Chronographendrücker, die sind ja rechteckig, poliert, fügen sich wunderbar in die Gehäuseflanke ein. Die Krone ist, und auch das zeichnet natürlich eine Sportuhr aus, sie ist verschraubt, sitzt zwischen zwei sehr massiven Kronenschützern. Also hier wird auch beim ersten Hingucken direkt deutlich, das hier ist eine Sportuhr und die soll auch als solche benutzt werden und ist quasi zum Einsatz bereit. 40 x 40 mm misst diese Uhr. Sie ist quasi auf dem Papier tatsächlich perfekt quadratisch und ist mit 14 mm Bauhöhe zwar jetzt nicht wirklich zierlich, aber ich finde durchaus sehr, sehr gut proportioniert, denn es ist halt, wie gesagt, eine Sportuhr und sie soll halt auch eben sportlich und prominent sitzen. Wir haben, wie eben schon angesprochen, eine sehr filigrane Phase, welche die Lünette umrundet und so quasi noch eine weitere Ebene in diese ganze Geschichte bringt. Finde ich, sieht richtig toll aus. Und ja, zwischen diesen beiden, ja, zwischen den Hörnern, wenn man es Hörner nennen möchte, es ist ja eigentlich nur ein Ausläufer des Gehäuses bei so einem integrierten Armband, bietet uns Glashütte Original die Möglichkeit, zwischen Edelstahl und Kautschuk zu wählen. Und dieses Kautschukband mit der Fallschließe, Leute, das sieht doch einfach nur überragend gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Kommen wir nun als nächstes auf die Zifferblätter zu sprechen. Vibing Orange, das ist die Variante, die ihr hier seht. Und Disco Blue, das ist die Variante, die ihr hier seht. Ich muss sagen, ich habe mich so ein klein bisschen daran erinnert gefühlt, als ich gelesen habe, 70s Chronograph, 70er Jahre und dann Disco Blue und Funky Orange, dann kam ja auf jeden Fall direkt dieser nette Zeitgenosse hier in den Sinn, ja, Disco Stu von den Simpsons. Ich wette, hätte er eine Uhr getragen, dann wäre es mit Sicherheit eine Glashütte Original, 70s Chronograph und wahrscheinlich, so wie ich das hier sehe, in Vibing Orange, wobei mit Sicherheit auch das Disco Blue sehr, sehr gut gestanden hätte. Was ich halt auch schön finde, ich hatte es eben schon angesprochen, dadurch, dass hier dieses Disco Blue ja eben an dieses Türkise erinnert, ja, was halt derzeit auch im Trend ist, mag man natürlich sagen, gut, Glashütte geht da vielleicht ein Trend mit. Ich finde, das Ganze wirkt, obwohl die Farbe natürlich so angesagt ist, überhaupt nicht verkrampft, sondern es, also überhaupt nicht so try-hard und auf irgendeinen Zug aufgesprungen, sondern es wirkt einfach ganz natürlich, organisch, es passt einfach zu den Uhren, es passt zur Kollektion, es passt zu dem, was die Kollektion vermitteln soll und für was die Kollektion steht. Und das finde ich super, denn nicht jeder Hersteller kann einfach ein türkisfarbenes Zifferblatt auf eine Uhr klatschen, ja, ohne dass sich da vielleicht nicht Leute ihren Teil bei denken. Generell, wenn wir über die Zifferblätter reden, sie sind lackiert, haben ein mattes Finish.
Indizes und Stundenmarkierungen sind geschwärzt, wie ihr sehen könnt, aber mit reichlich Leuchtmasse gefüllt für einen tollen Kontrast und das finde ich super. Dasselbe, was die Schwärzung anbelangt, gilt für die Zeiger. Finde ich, trägt ultimativ zu diesem super sportlichen Charakter bei. Ich gebe euch das hier nochmal auf dem orangenen Hintergrund, ja, da seht ihr das nochmal. Sieht einfach nur klasse aus. Und die fortlaufende kleine Sekunde, die ihr sehen könnt, die ist ja in einem monochromen Register eingelassen. Das heißt, es ist dieselbe Farbe und einzig und allein plastisch abgegrenzt, dadurch, dass sie halt abgesenkt ist. Das gibt der Uhr, finde ich, eine tolle Symmetrie und räumt sie gleichzeitig auf, ohne halt allzu viel störende Elemente auf dem Zifferblatt zu haben. Ja, also finde ich, ist wirklich absolut klasse. Außerdem haben wir einen 30-Minuten-Zähler für den Chronographen auf 3 Uhr. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, aber wo ist denn die Chronostunde? Woher weiß ich denn, wie viele Stunden schon vergangen sind? Wenn ihr oben schaut, direkt über der Spindel auf 12 Uhr, habt ihr die Chronographenstunde im Prinzip dargestellt auf einer Scheibe. Finde ich wunderschön gelöst. Sieht super aus und balanciert auch das für Glashütteruhren ja fast schon charakteristische Panoramadatum auf 6 Uhr. Echt toll. Wie ihr sehen könnt, auf 9 Uhr in der fortlaufenden Sekunde ebenfalls integriert mit einer geschwärzten Scheibe mit weißen Akzenten eine Gangreservenanzeige. Also echt toll. Da kriegt ihr wirklich so viel geboten hier bei dieser Uhr. Und das Ganze, finde ich, ist einfach nur wunderbar harmonisch. Ja, als nächstes fragt man sich natürlich bei so einer geilen Uhr, was schlägt da im Inneren? Und im Inneren arbeitet das Kaliber 3702. Ich habe jetzt hier kein Rendering für euch mitgebracht, leider. Deswegen springe ich einfach einmal kurz auf die Website. Und habe hier das Uhrwerk für euch. Also auch da vom allerfeinsten, wunderschönen Glashütterstreifen auf dem Rotor, skelettierter Rotor, ja, voll goldene Schwungmasse. Das ist echt an nichts gespart, sieht fantastisch aus. Und diese ganze Uhr, ja, ist einfach nur ein Meisterwerk, finde ich. Das ist jetzt keine der limitierten Editionen, weil, wie gesagt, davon hatte ich kein Foto vom Gehäuserücken. Aber ich denke, man kriegt hier einen ganz guten Eindruck. Ja, das Ganze ist preislich relativ ambitioniert angesiedelt. Ich meine, im Endeffekt, sie kostet 13.700 Euro. Das ist ein stattlicher Preis, aber wie gesagt, eine limitierte Uhr, alles handgemacht. Und ja, da gibt es auf jeden Fall einiges, was dafür diese Uhr spricht, finde ich. Und jetzt gucke ich mal in die Chatbox. Ich habe eben gesehen, die Verbindung war so ein klein bisschen hakelig. Ich hoffe, das hat sich so ein bisschen gefangen. Und wir gucken mal, ob das alles so standgehalten hat. Und wir schauen, was ihr zu sagen habt. Wow, so viele Kommentare. Zack, 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 zack. Ich muss mal ganz hoch scrollen, damit wir hier auf dem aktuellen Stand sind. Genau, Miss Flashgear sagt noch richtigerweise, es ist ein Flyback-Chrono. Das heißt, wir haben eine fliegende Chronographenzeigerfunktion. Das heißt, ihr könnt den Chronosekundenzeiger mit einem Klick auf den Button unmittelbar zurücksetzen und direkt ein weiteres Zeitintervall timen. So, der Tobi spricht das aus, was alle denken. Ist es a Tiffany Dial? Das überlasse ich euch. So. Also, gucken wir mal, was ihr alles noch so geschrieben habt. Sehr schöne Uhr mit mutigen Farben, schreibt der Martin. Glashütte Original gefällt mir so gut, vor allem das orangefarbene Blatt finde ich mega geil, schreibt der Jean-Luc. Die Susanne schreibt, die geht in Blau. Und der Rainer findet sie ebenfalls klasse. Außerdem lese ich hier, mega Uhr, für mich nur leider zu groß. Ja, das ist durchaus eine Sache, die habe ich, als ich meinen Sekundenstopp geschrieben habe, schon per E-Mail bekommen, habe ich das Feedback, dass jemand diese Uhr tatsächlich schon mal am Arm hatte und in verschiedenen Ausführungen, weil er sich so immer wieder hingezogen fühlt, aber er sich einfach nicht dagegen wehren kann, dass, ja, dass die Uhr ihm zu groß ist. So, gucken wir mal durch.
Wir haben 130 Leute in der Box. Und wir gucken mal. Die Chatbox hängt nämlich so ein bisschen, weil hier so viele Leute schreiben. Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr seid alle so gut am Start hier, genauso soll es sein. Eben habe ich euch noch ermutigt, hier alle ordentlich in die Chatbox zu schreiben und jetzt crasht mich fast der Chat. So, Jean-Luc sagt auch etwas, was wir ebenfalls alle denken. Das Wort Tiffany sollte man unter Strafe stellen, ich kann es nicht mehr hören. Ja, es ist wirklich ein bisschen played out. Da ist ein klein bisschen zu viel um sich geworfen worden die letzten Monate, da gehe ich mit d'accord. Der Peter schreibt Value for Money und das kann ich definitiv unterschreiben. Einfach eine richtig gute Uhr und für das Geld. Man muss halt immer überlegen, was man geboten bekommt und wofür gegebenenfalls andere Marken ähnliche Preise aufrufen. Und ich denke, da ist Glashütte hier auf einem, also Glashütte Original, auf einem sehr, sehr guten Weg. Der Peter schreibt, Daumen hoch. Und das ist sehr nett, denn ich kann immer nur mal wieder daran erinnern, ich weiß, ich will nicht immer, also man will ja nicht der lästige YouTuber sein, der immer sagt, bitte Daumen hoch nicht vergessen, aber es ist wirklich so, der Daumen nach oben, der hilft uns ungemein, hier den Channel voranzutreiben und die Arbeit zu machen, die wir machen können. Das heißt, falls ihr Bock habt, falls euch das gefällt, was wir hier machen, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Der ist nicht nur für mich, der ist für das gesamte Alter-Team, die Leute vor und hinter der Kamera, die hier alle an einem Strang ziehen und eine gute Arbeit leisten. Schön. Ja, ey, also das ist genau so, habe ich mir das Ganze vorgestellt. Einfach toll. So viele differenzierte Meinungen. Man merkt hier bei uns in der Community, die Leute haben Ahnung, die Leute sind mit Spaß an der Sache dabei. Das gefällt mir richtig gut. Ja, was ich eben noch nicht erwähnt habe zu dem Uhrwerk, war ja zu sehen. Ich will es jetzt hier nicht nochmal einblenden, aus Angst, dass mir der Stream abschmiert. Aber die charakteristische Dreiviertelplatine, wie sich das halt gehört für Uhren aus Glashütte, natürlich dabei mit Glashütterstreifen verziert und die Schwungmasse des Rotors ist 21-karätiges Vollgold. Ja, also von der Warte aus einfach auch nur vom Feinsten. Übrigens, das Kaliber 3702 läuft mit 70 Stunden Gangreserve plus minus 5% akkurat. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Angabe von der Website, je nachdem, wie ausgiebig ihr die Chronographenfunktion benutzt. So. Wir haben sehr, sehr nettes Feedback und zwar vom Eric, tolle Community, Alter ist klasse, auch die Kollegen in Berlin. Kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, die Kolleginnen und Kollegen in Berlin machen einen super Job und führen im Prinzip so ein bisschen das exklusivere Sortiment, was Alter anbelangt. Und wer Bock hat auf ein paar Uhren mit vielleicht gehobenen Komplikationen, der kann gerne mal in Berlin vorbeischauen. Da finden wir mit Sicherheit das Richtige für jeden und für jede. Machen wir weiter, denn wir haben noch einiges an coolen Uhren, die wir heute hier zusammen sprechen können. Denn die nächste Uhr, die ich euch dabei habe, haben wir eigentlich schon in ziemlich breiter Ausführlichkeit besprochen. Und zwar ist die nächste Uhr, die ich dabei habe, eine Mido Oceanstar GMT. Und zwar ist es nicht irgendeine GMT, es ist eine Mido Oceanstar GMT in einer neuen Farbvariante. Und zwar hier wunderschön in Blau mit Rot mit einem dafür perfekt angepassten NATO-Band. Also das Ding ist ja wirklich der absolute Hammer. Ich zeige es euch hier nochmal am Stahlband. Wir haben jetzt die letzten Wochen so ausführlich über Mido und die Oceanstar GMT insbesondere gesprochen, weil wir ja bei Alther eine eben solche vorgestellt haben als limitierte Edition. Deswegen sind die Spezifikationen euch wahrscheinlich bekannt. 80 Stunden Gangreserve dank Mido Kaliber 80, 200 Meter Wasserdichtigkeit dank Massivboden und verschraubter Krone. Zweite Zeitzone True GMT, das heißt, ihr könnt die Lokalzeit über den Stundenzeiger verstellen, ohne dafür die Zeit anzuhalten, also verlustfrei die Zeitzone wechseln, einfach nur der Wahnsinn. Und das Ganze gibt es jetzt hier in wunderschönen neuen Ausführungen. Einfach nur schick. Würde mich mal brennend interessieren, welche euch davon am besten gefällt. Gefällt euch die Variante am NATO-Band oder gefällt euch die Variante am Stahlband? Das Ganze ist eine Special Edition von Mido so genannt. Und die ganze Geschichte wird demnächst in den Verkauf gehen für 1.300 Euro. Ja, finde ich echt eine super Sache. Die Mido Oceanstar GMT ist in meinen Augen eine der besten Value-for-Money-Uhren, die es aktuell auf dem Markt gibt. Das, was ihr da bekommt, das bietet euch sonst eigentlich niemand. Und daran zu kommen, ist schon schwierig. Ich finde jetzt hier das Farbkonzept
wunderschön, ja, also auch da blau und rot, da fühlt man sich ja immer so ein bisschen erinnert. Das Problem ist halt, die ursprünglichen GMT-Uhren waren nun mal blau und rot, weil rot für den Tag steht und blau für die Nacht. Das heißt, es ist jetzt hier kein abgekupfertes Konzept, sondern das ist einfach eine Farbgebung, die typisch ist für GMT-Uhren. Und ich finde, Mido setzt das Ganze hier wirklich toll um mit der innenliegenden GMT-Stundenanzeige. Und trotzdem halt der Taucherlünette wirkt das Ganze, finde ich, total eigenständig. Und es sieht richtig super aus. So, gucken wir mal, was ihr dazu zu sagen habt. Der Georg spricht etwas aus, was ich auch gedacht habe. Spitzname Hilfiger. Es sieht tatsächlich so ein bisschen, das Armband sah auch so ein klein bisschen so aus wie die Hilfiger-Farben. Habe ich mich auch dran erinnert gefühlt. Sehr sportlich mit NATO, schreibt der Peter. Chatter schreibt, NATO-Band. Volper nimmt direkt beide. Watch Steven nimmt auch direkt beide. Rainer nimmt direkt beide. Und ja, mega das NATO und der Preis ist der Hammer. Ich denke, so kann man das zusammenfassen. Stefan hingegen findet das NATO-Band ein klein bisschen zu knallig sogar. Ja. Muss man natürlich sagen, wenn man die an dem NATO-Band trägt, ich blende sie nochmal kurz hier ein, wenn man sie an dem NATO-Band trägt, ist das schon ein absoluter Hingucker. Ne? Und muss man natürlich auch zu kombinieren wissen. Aber sieht echt toll aus. Also es gefällt mir richtig gut. Und Mido ist in puncto Armbänder, NATO-Bänder auch qualitativ wirklich über jeden Zweifel erhaben. Also echt von der Warte aus machen die da auch einen richtig tollen Job. So. Total Time schreibt, ich werde mit Mido nicht warm. Susanne hingegen findet beide Varianten super. Und der Carsten schreibt, ich bin eigentlich ein Stahlband-Fan, aber diese Mido-Variante würde ich tatsächlich das NATO-Band wählen, ganz klar. Und wenn man das von einem Stahlband-Fan hört, dann ist das doch auf jeden Fall ein verdammt gutes Kompliment. Und an dieser Stelle ein verdammtes Kompliment gebe ich an euch, 146 Leute hier live im Stream auf einen Mittwoch. Ihr seid der absolute Wahnsinn für alle, die später dazugekommen sind. Ihr habt immer die Möglichkeit, im Nachhinein euch noch diesen Stream anzuschauen. Und ich lade euch dann natürlich auch ganz herzlich ein. Wir archivieren alle Ausgaben, alle Folgen auf unserem YouTube-Kanal. Und ja, da müsst ihr auch, wenn ihr zu spät gekommen seid, keine Uhren-News verpassen. Und ich würde sagen, wir gucken direkt weiter, was der Uhrenkosmos noch für uns bereithält. Denn weiter geht es mit Uhren von Grand Seiko. Und Grand Seiko ist hier in unserer Community ja ultimativ beliebt. Wir haben eine Menge Grand Seiko-Fans und das auch völlig zu Recht. Denn was Grand Seiko jetzt anlässlich des immer noch stattfindenden 55-jährigen Jubiläums der Marke vorstellt, ist wieder mal ein absoluter Wahnsinn. Und zwar diesmal inspiriert vom nächtlichen Himmel und, wie man im Hintergrund sehen kann, dem gleißenden Mond über dem Shinshu-Gebirge hat uns Grand Seiko ihr neuestes Meisterwerk präsentiert, und zwar eine Springdrive-getriebene Uhr mit dem 9R31-Kaliber versehen, 72 Stunden Gangreserve und 40 mm messendes Gehäuse. Das ist wirklich eine wunderschöne Uhr, natürlich auf der Dressing-Seite, ja, also ganz, ganz klar. Das hat mit Sportlichkeit nicht so viel zu tun, aber auch hier, wie das immer ist bei Grand Seiko, ist der Fokus das Zifferblatt. Und hier kann man es so ein bisschen erahnen, darum hatte ich das Foto auch noch mitgebracht, dieses Sonnenstrahlmuster, wie es aus dem Zentrum im Prinzip nach außen verläuft mit einem wunderschönen Sonnenschliff und der goldene Sekundenzeiger, der natürlich den gleißenden Mond darstellt, wie er dank des Springdrive-Kalibers quasi ruckelfrei und lautlos über das nächtliche Firmament gleitet, was von diesem Zifferblatt in Blau dargestellt wird. Das Ganze an einem schwarzen Alligator-Lederarmband. Das Gehäuse ist altbekannt, das ist das 44GS-Gehäuse. Hier finde ich, ist es am Sekundenzeiger und am Minutenzeiger schön zu sehen. Die sind nämlich von Hand geformt. Das wird mit so einer kleinen Rolle gemacht, werden die Zeiger im Prinzip so ein klein bisschen gekrümmt, gebogen, dass die sowohl die leichte Wölbung des Glases als auch die leichte Wölbung des Zifferblattes nachempfinden für mehr Ästhetik. Und das Ganze, ja, sieht klasse aus, finde ich, und macht definitiv was her, so wie man das von Grand Seiko kennt. Ebenfalls, wie man das von Grand Seiko kennt, Zarazzo-Politur auf dem Gehäuse, also das sogenannte Poly Noir, Black Polish. Das Ganze ist schwarz poliert, das heißt, das Licht wird nur aus einem Winkel zurückgeworfen und in allen anderen Winkeln wirkt die Politur nächtlich schwarz. Und das passt natürlich auch hervorragend zu dieser auf 1000
1500 Stück limitierten Uhr. Die ganze Geschichte kostet 8200 Euro und ist ab August verfügbar. Ja, was sagt ihr? Wie findet ihr die Uhr? Und ich finde, Grand Seiko sind auf jeden Fall die Meister der Metaphorik, haben immer coole Geschichten am Start, anhand derer sie ihre neuen Uhren inspirieren. So. Schauen wir mal. Diese Grand Seiko ist einfach nur geil, schreibt der Volker. Monaco Harry schreibt, er ist mit seiner White Birch heute am Start. Dann haben wir schon jemanden, der Grand Seiko Marke treu ist. Sehr, sehr cool. Ist eine verdammt schöne Uhr. Die Susanne findet die Uhr auch echt edel. Der Garrett, schön, dass du da bist, Garrett, schreibt Grand Seiko. Schon sehr nice, top, auch in 40 mm. Ja, sehr schöne Abmaße, das stimmt. Der Ilja, schön, dass du da bist, Ilja, schön, dich zu sehen. Findet das Ganze zeitlos. Der Tobi ist umgehauen vom Zifferblatt. Und Miss Flashgear schreibt, nicht meine Marke, denke da immer an Casio. Das ist auch eine interessante Verbindung. So, Jean-Luc schreibt, wieder mal extrem schöne Uhr. Das absolute Highlight wäre, wenn die Sonnenstrahlen auf dem Blatt geoschiert wären. Ja, das wäre natürlich crazy. Also da, glaube ich, wäre dann die 1500 Stück Limitierung dann auch wahrscheinlich ein bisschen zu ambitioniert. Dann macht man wahrscheinlich eher 15 oder 150. Aber ja, definitiv. So. Die Chatbox bewegt sich viel zu schnell. Ich hoffe, ich kann alle Kommentare hier mitnehmen. Dann bin ich voll der Outsider. Ich mag Grand Seiko optisch überhaupt nicht, mega langweilig. Sorry, schreibt der Micha. Das ist gar kein Problem. Hier ist ja für jeden was dabei. Und die ist natürlich für optisch, ja, die muss halt gefallen. Ne? Es ist halt so wie mit allen Uhren, generell wie mit allen Sachen im Leben. Man muss nicht immer d'accord gehen mit dem, was Mehrheit gut findet. Aber Grand Seiko hat es in der Vergangenheit ja geschafft, sich eine absolut brutale Reputation aufzubauen. Aber ich kenne auch einige Leute, die sagen, so, zack, wir haben hohen Besuch im Stream. Und zwar ist der Benne am Start. Guten Abend an die Community. Benne, schön, dass du da bist. Und ja, bist ja hier quasi das Streaming-Clan-Oberhaupt. So, alle mal einen Daumen nach oben für Benedikt. Er hat sich in den Stream bequemt. Hervorragend. Ja, Benne, das muss man wirklich sagen, er ist häufiger in meinem Stream als ich in seinem. Das tut mir auch immer ein bisschen leid, aber umso dankbarer bin ich dir, dass du es geschafft hast. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Uhr, denn ich habe euch deutsche Uhrmacherkunst versprochen. Und ihr sollt deutsche Uhrmacherkunst bekommen, und zwar jetzt hier live in der Alter-Sprechstunde. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit einem, ja, mit dem Showstopper. Wir starten mit dem Uhrwerk der neuen A. Lange und Söhne 1815 Rattrapant. Das Ding ist ein absoluter Knaller. Vergesst alles, was ihr denkt, über Haute-Hogellerie zu wissen. Wenn ihr in dieses Werk hineinschaut, verliert ihr euch und kommt wahrscheinlich bis ans Ende eurer Tage nicht mehr daraus. Die Plastizität, die Tiefe, die Liebe zum Detail, die verschiedenen Materialien, die verschiedenen Arten der Veredelung, das ist alles auf einem Niveau. Wie ist es in der Art und Weise, wie lange ihre Uhren produziert, kein zweites Mal gibt. Skaliert im Prinzip auf den Output, der aus der Manufaktur A. Lange und Söhne kommt. Was wir hier haben, ist ein Rattrapant-Chronograph. Vielen von euch ist Rattrapant wahrscheinlich unter dem Begriff Schleppzeiger bekannt. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass sich hinter der Chronographenfunktion eine weitere sehr, sehr spannende und höchst anspruchsvolle Komplikation verbirgt. Und zwar, das ist eben diese sogenannte Schleppzeiger-Chronographensekunde. Was das ist, ist Folgendes. Eine Schleppzeigerfunktion startet beim Druck auf den Chronographendrücker zwei wirklich absolut glatt übereinander liegende Chronographensekundenzeiger. Wie ein ganz normaler Chronograph wird die Zeit gestoppt. Betätigt man nochmal den Drücker, bleibt der unten liegende Zeiger stehen, ein erstes Intervall wurde gestoppt, während der darüber liegende Zeiger quasi weiterläuft. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man betätigt den Drücker ein zweites Mal oder ein drittes Mal in dem Fall und auch der zweite Chronographenzeiger, der eigentliche Chronographenzeiger, bleibt stehen. Und so haben wir zwei unabhängig voneinander festgehaltene Intervalle, erste Variante oder die zweite Variante,
durch einen Druck auf den anderen Drücker holt der vorher gestoppte Schleppzeiger den Chronographenzeiger wieder ein. Und damit erklärt sich auch die Funktion der Rattrapante. Denn Rattrapante ist französisch und bedeutet so viel wie etwas einholen. Ja, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, diese beiden Zeiger wieder miteinander zu synchronisieren. Und das ist eine Komplikation, die ist in der Haute Horlogerie und als pure Rattrapante-Komplikation gab es die im Prinzip innerhalb von der Arlange und Sünne-Kollektion bisweilen nicht zu finden. Also es gab einen Rattrapante-Chronographen in Kombination mit anderen High-End-Complications, aber eine pure Rattrapante-Uhr gab es bisweilen noch nicht bis jetzt. Diese Uhr ist ja wie immer absolut kompromisslos gefertigt, komplett handgemacht, thermisch gebläute Zeiger. Das Zifferblatt ist aus Silber. Die Blätter sind mit einer Präzision bedruckt. Das ist wirklich unangefochten. Ihr könnt das sehen, wie unfassbar scharf. Schaut mal dort oben neben der 3, die Liebe zum Detail mit den roten Markierungen, wie gestochen scharf die Schriftzüge sind, wie gestochen scharf die Eisenbahnminuterie ist unten in der fortlaufenden kleinen Sekunde. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Auch hier in dem Bild ganz gut zu sehen. Der oben liegende thermisch gebläute Chronographenzeiger und der darunter befindliche silberne Schleppzeiger. Ja, das Ganze wird angetrieben durch das eben schon gezeigte Kaliber L101.2. Absolute Granate, glaube ich, muss man nichts zu sagen. Ich wüsste nämlich nicht mal, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Ich habe hier nochmal ein Bild dabei, was die ganze Uhr so ein klein bisschen in Proportion setzt. Hier seht ihr, wie dick die ist. Gehört natürlich auch ein bisschen was dazu. 12,6 mm Bauhöhe, 41 mm Durchmesser, limitiert auf 100 Stück. Und die ganze Geschichte ist aus 950er Platin. Und der Preis ist lediglich auf Anfrage verfügbar. Also wer denkt, er traut sich anzufragen, der kann gerne anfragen und mir dann mal Bescheid sagen, was diese Uhr gekostet hat. Hier seht ihr nochmal das Uhrwerk als solches und ich habe das schon häufiger gesagt, woran man auf jeden Fall immer allerhöchste Qualität erkennen kann, das ist immer so ein Merkmal, auf das man achten kann, das sind die sogenannten spitzen Innenwinkel mit aufeinander zulaufenden polierten Phasen. Und davon gibt es hier so viele, man kann das eigentlich kaum zählen. Ich erkläre euch kurz, was das ist. Wenn ihr im Inneren Teile habt, skelettierte Teile habt oder einfach so, im Prinzip Uhrwerksteile, die einfach eine eckige Form vornehmen und ihr habt einen spitzen Winkel. In diesem Winkel im Prinzip von Hand die Phasen so zu polieren, dass sie messerscharf aufeinander zulaufen und nahtlos ineinander übergehen, das ist mitunter das Schwierigste, habe ich mir sagen lassen, was Uhrmachermeister und Finisseure überhaupt leisten können. Und deswegen ist so ein bisschen die Anzahl der polierten Innenwinkel in Uhrwerken immer so ein klein bisschen so ein inoffizielles Qualitätsmerkmal. Und ja, wenn man anfängt hier zu zählen, würde man aus dem Zählen überhaupt nicht mehr rauskommen. Ihr seht auch hier, typisch für die Uhrwerke von Arlange und Söhne, ein von Hand gravierter Unruhkloben. Daran könnt ihr halt auch immer sehen, dass ja, da halt wirklich auch Handarbeit drinsteckt. Es gibt halt keinen Unruhkloben, der halt wirklich 1:1 gleich aussieht, weil diese Gravur wirklich von Hand gemacht ist. Ihr seht Glashütterstreifen auf den Brücken, ihr seht Perlage auf der Platine, ihr seht gebläute Schrauben. Die Schrauben sind tatsächlich sogar in ihren Schlitzen noch von Hand poliert. Also da ist wirklich nichts dem Zufall überlassen. Einfach nur überragend. Ja, oben seht ihr links in der Ecke das Säulenrad. Auch da jede einzelne Zacke von Hand poliert. Einfach nur, oberste Champions League. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Und hier noch einmal diese Uhr in ihrer ganzen Pracht. Aber mich würde natürlich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Und während ich hier meinen Monolog gehalten habe, sind 56, ich sehe das ja immer, 56 neue Kommentare hier reingeflattert, die ich mal durchgehen möchte. Leider schwächelt lange immer etwas beim Zifferblatt, das finde ich persönlich eher langweilig. Interessant, ich finde es tatsächlich relativ, wie sagt man so schön, im Prinzip für mich liegt da im Simplizismus, liegt da für mich im Prinzip die hohe Kunst, wenn man so möchte. Ja, weil das, was im Prinzip hinten bei dem Uhrwerk, was einen dort erwartet,
da kann natürlich ein Zifferblatt nicht mithalten. Und ich finde aber, ein Zifferblatt da so simpel zu gestalten, dass es halt eben doch mit so einem Uhrwerk quasi mithalten kann. Und ich finde, das kann es. Dazu gehört auch einiges. So. Tobi schreibt, würde ich ernsthaft anders herumtragen. Ja, kann man auch. Die Hörner lassen das sogar zu. Könntest du ja schön andersrum aus Handgelenk binden. Miss Flashgear schreibt, lange ist nicht mehr unerreichbar. 2007 bei der Werksversicherung alle Modelle in der Hand gehabt. Das ist eine ganz andere Welt. Richtig cool. Mega gute Erfahrung. Das würde ich mir auch. Das wäre tatsächlich auch so ein kleiner Traum von mir, einmal bei lange durch die Manufaktur zu schlendern, um mal ein bisschen über die Schulter zu schauen. Hier kommt auch direkt die Info rein, 130.000 Euro, vielen Dank dafür. Einfach stark, der Ticker, schreibt der Carsten, der Volker schreibt Top-Technik, der Fabian schreibt Grail, der Watchcopter, Andreas, schön dich zu sehen, schön, dass du da bist, schreibt auch, er würde sie mit dem Boden nach oben tragen. Der Ilja schreibt, bei Lange sind die Werke echte Kunstwerke, da würde ich die Uhr wie der Tobi anders herumtragen. Rattrapant, eine der geilsten Komplikationen, schreibt der Jean-Luc, das Werk ist mega, schreibt der Peter, Zifferblattseite, gefällt mir nicht. Ja, hatten wir jetzt gerade schon. Ich persönlich finde das super. Ich finde die Zifferblätter von Lange mitunter die besten. Das ist halt auch galvanisiertes Silber, ne? Diese Zifferblätter. Also da ist halt auch wirklich absolut kompromisslos. Und ich finde es halt irgendwie immer, ich finde, es hat was, ne? Manche mögen natürlich sagen, bei so einer Preisklasse Zifferblätter zu bedrucken, anstatt halt irgendwie die Appliken da aufzusetzen per Hand und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, irgendwie, für mich stimmt das Ganze da. Für mich stimmt das Ganze. Richtigerweise wird hier angemerkt, Glashütte Original hat auch Schleppzeiger Kronos, vergleichbar von der Qualität. Very well said. Stacks and Fries, die Uhr sieht von hinten deutlich besser aus. Hey, was habt ihr alle gegen das Zifferblatt? Zack, zack, zack. Wir gucken mal, was noch so geht. Wahnsinn, ich liebe die Mechanik. Über 500.000 nehme ich an. Ja, da liegen wir doch ein bisschen drunter von dem, was wir hier erfahren haben. Vielleicht kannst du zuschlagen. Das ist schon ein Endgegner, schreibt Total Time. Und der Jean-Luc schreibt, er ist am Sabbern. Ja, mega. Also ich habe hier ja wirklich nur durchaus positive Kommentare zu den beiden deutschen Uhren erlebt, die ich hier heute mitgebracht habe. So habe ich mir das ungefähr auch vorgestellt. Wahnsinn. Und freut mich, dass es euch so gut gefällt und wir hier in der Chatbox so eifrig miteinander diskutieren können. Der Stefan, das möchte ich kurz einblenden, schreibt, hi Severin, ich bin froh, dass ich es zum Livestream geschafft habe. Tolle Themen mal wieder. Vielen lieben Dank. Wirklich, ich freue mich über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die hier dabei ist, sich die Zeit nimmt. Ich weiß, es ist Mittwoch, es ist 20.15 Uhr, da laufen auch andere Sachen im Fernsehen. Aber wer will heutzutage noch Fernsehen gucken, wenn man die alte Sprechstunde anschauen kann? Und deswegen bin ich super froh, super happy und es ehrt mich tatsächlich, dass so viele Leute hier gemeinsam mit mir und mit euch in diesen Mittwochabend gehen. Und da haben wir was gemeinsam, und zwar die Liebe zum Hobby, die uns dann hier zusammenbringt. Und das finde ich super. So, wir haben hier noch zwei sehr schöne Punkte, die ich gerne mit einbringen möchte. Das Zifferblatt ist ein echtes Understatement. Das Wort hatte ich eben gesucht. Sie heißt ja nicht umsonst 1815. Da passt das Blatt zum Konzept und Design sehr gut. Das ist eine tolle Anmerkung und genauso würde ich das auch beschreiben. Muss ja auch alles zusammenpassen und harmonieren und das tut es hier auf jeden Fall. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, es wird Zeit, so wie jedes Mal, für die zweite Runde der Community Wristshots, eure Uhren hier in meiner Alterssprechstunde für die Community, von der Community, und wir gucken mal, was ihr uns noch so Schickes mitgebracht habt. Als nächstes mache ich nämlich weiter mit den Uhren, die mich unter dem Hashtag AlterWeekendWristShot, hier unten könnt ihr es gleich nochmal lesen, auf Instagram erreicht haben. Und da waren auch diesmal wieder einige coole dabei. Ihr müsst mir wirklich nachsehen, ich kann nicht alle mit reinbringen, das sind einfach immer zu viele. Aber ich gucke, dass ich immer eine feine Selektion zusammengestellt bekomme. Starten wir als erstes mit Watch.RLX mit einem His and Hers Shot von einer Datejust Wimbledon und einer Grand Seiko SBGW 28.9 am Handgelenk von ihm und ihr. Richtig, richtig schön, tolles Panorama und ich finde es toll, wenn man im Prinzip auch zusammen das Hobby erleben kann. Fantastisch und beides sehr gute Wahlen. Als nächstes überrascht uns Luna the Bulldog mit einer Yammer, einer Uhr aus Frankreich, die wir auch echt selten sehen hier in der Community. Ich weiß, in Übersee, also gerade in den USA, hat Yammer tatsächlich einen ziemlichen Hype. Da werden die viel promoted. Hier sieht man sie nicht so häufig bei uns. Aber der Yammer Navy Graph,
den wir hier sehen, der ist tatsächlich auch ein schöner Contender auf im Punkto Preis-Leistung. Und ja, hier schön zur Schau gestellt, gefällt mir richtig gut. Weiter geht es mit Raffi F. Drops und dem Alter Weekend List Shot seiner Certina DS Action. Ein brachiales Teil, aber auf jeden Fall für jedes Abenteuer gemacht. Sieht super aus. Schön festgehalten hier. Mir gefällt vor allen Dingen das klein bisschen ja, Tageslichtlume, das hier so durchschimmert. Der Jean-Luc, er ist in der Chatbox und jetzt ist er hier. On my wrist kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, da mal vorbeizugucken auf dem Instagram-Kanal mit der MB&F Legacy Machine. Einer der coolsten Uhren, wie ich finde. MB&F, auch eine Marke, ja, über die man nicht so häufig spricht. Die bauen Uhren, die wirklich eine Mischung sind aus Haute-Horlogerie, traditioneller Uhrmacherkunst und Science-Fiction. Und hier die Legacy Machine mit der, ja, mit diesem unfassbar gekuppelten Zifferblatt und der frei aufgehangenen Unruh. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Danke fürs Mitmachen. Und auch das Zifferblatt, hervorragend eingefangen. Sieht super aus. Und ein farbenfrohes Foto einer Sommeruhr erreicht uns von Sherlock's Watch hoch im Norden. Die Ruhe am See mit seiner Fortis Marine Master, einer echten Toolwatch, wie sie im Buche steht. Und wie Fortis ja auf der Website selber für die Uhr wirbt, es ist keine Taucheruhr, es ist mehr so eine Erlebnisuhr. Und so wie das da ausschaut, warst du draußen unterwegs in der Natur, hast einiges erlebt. Und das finde ich klasse, ja, auf jeden Fall immer Erinnerungen schaffen mit den Uhren am Handgelenk, dann gewinnen die deutlich mehr an Bedeutung. Und ja, vielleicht hat man dann auch nicht nur einen reinen Sachwert, den man irgendwann mal weitergibt, sondern auch gleichzeitig anheftende Erinnerungen. Das finde ich immer toll. An dieser Stelle, ja, war es das mit der Alter Sprechstunde für heute. Dreiviertel Stunde, bisschen kürzere Ausgabe. Wir sind ja so ein klein bisschen in der Sommerpause, könnte man fast sagen. Der heiße Release-Herbst steht uns ja erst noch bevor. So ab Ende August, September wird das Ganze ja wieder ordentlich an Fahrt aufnehmen. Aber ich gucke natürlich trotzdem, dass ich euch ein paar nette Sachen hier zusammenstelle. Es hat mich wie immer unglaublich gefreut, dass ihr so zahlreich dabei wart. Wir sind immer noch 130 Leute. Wir waren konstant über 130 Leute. Und das ehrt mich wirklich. Vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, falls ihr uns bei Alter was Gutes tun wollt, lasst uns unbedingt ein Like da, schreibt vielleicht auch einen Kommentar, ist immer gut für den Algorithmus. Falls ihr auch Lust habt, keine Uhren-News mehr zu verpassen, empfehle ich euch unbedingt unten den Link in der Videobeschreibung anzuklicken. Falls ihr euch dafür interessiert, alte Sekundenstopp-Ausgaben zu lesen, www.alter.de, in die Rubrik Magazin, in die Rubrik Sekundenstopp, da findet ihr alles, was ihr braucht. Jede Ausgabe, seit ich hier den ganzen Spaß mache, also das sind inzwischen, glaube ich, 2,5 Jahre. Das heißt, falls ihr Lust habt auf 2,5 Jahre Uhren-News, das Archiv steht euch offen. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Vielen Dank für die ganzen netten Kommentare, die ich jetzt hier noch lese. Schreibt sie gerne rein, denn auch gleich, wenn ich offline bin, die Kommentarsektion, die geht immer noch ein bisschen weiter und ich lese das Ganze im Nachhinein immer sehr, sehr gerne. Es hat mich wie immer enorm gefreut. Jetzt wünsche ich euch allen wie immer nur das Beste. Bleibt gesund, bleibt wie ihr seid, bleibt uns treu und wir sehen uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, wir sind wieder live. Alter Sprechstunde hier auf dem YouTube-Kanal vom Juwelier Alter. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ciao, ciao.